Für was brauche ich eigentlich einen VPN und wann benötige ich keinen? Schaut man sich die Seiten der VPN-Anbieter an, führt wohl kein Weg an einem VPN vorbei. Sie schützen angeblich vor neugierigen Internet-Service-Providern wie Telekom und Vodafone und machen euch zensierte Seiten zugänglich. Dabei wird auch gleichzeitig noch eure IP-Adresse verschleiert. Was aber stimmt davon und was sind reine Werbeversprechen? Punkt 1. Schutz vor dem Internet-Service-Provider. In Deutschland ist aktuell keine Vorratsdatenspeicherung in Kraft. Internet Service Provider sind auch durch die DSGVO zur Datensparsamkeit angehalten und eure Daten werden nur für einen begrenzten Zeitraum, meist für 7 Tage, gespeichert. Wenn man seinem ISP misstraut, kann man durchaus auf einen VPN setzen. Nur verschiebt sich das Vertrauen dann von einem Dienstleister im eigenen Land auf einen Dienstleister in einem anderen Land. Der VPN verschleiert eure Aktivitäten erfolgreich vor eurem Internet Service Provider. Das stimmt soweit. Ob sich daraus nun ein Vorteil ergibt, kommt aber auf die persönliche Nutzung an. Möchte man zum Beispiel File-Sharing über ein Torrent-Netzwerk betreiben, kann man so die IP-Adresse erfolgreich verschleiern und Abmahnungen verhindern. Punkt 2, die Anonymisierung. VPNs werben damit, die IP-Adressen vor Webseiten zu verschleiern und damit auch Tracking zu umgehen, damit Werbetreibende euch nicht wiedererkennen können. Dazu muss man wissen, dass die IP-Adresse nur ein Anhaltspunkt von vielen ist, um Rückschlüsse auf einen Nutzer zu ziehen. Werbenetzwerke setzen Cookies im Browser ein und interessieren sich kaum für eure IP-Adresse. Zudem hinterlässt ein Browser auch ganz ohne Cookies Spuren, die einen Nutzer wiedererkennbar machen. Trotzdem, wenn Sicherheitsbehörden einen Nutzer nachverfolgen möchten, ist der erste Versuch, die IP zu ermitteln. Schlägt dieser fehl, gibt es viele andere Möglichkeiten, an die Identität eines Nutzers heranzukommen. Viele dieser Möglichkeiten versucht der Tor-Browser zu umgehen. Punkt 3. Zensur. Mit VPN soll man Zensur bzw. Geoblocking umgehen können. Und das stimmt auch in der Regel. Durch das weltumspannende Servernetzwerk kann Zensur umgangen werden. Zum Beispiel kann ich von meinem Anschluss die Seite börse.eu nicht aufrufen, weil Vodafone diese blockieren muss. Mit einem VPN wiederum geht das. Möchte man Streams aus einem anderen Land sehen, sind diese oft blockiert, wenn man mit einer deutschen IP surft. Auch hier kann ein VPN helfen. Punkt 4. Datenschutz. Einige VPNs suggerieren auch, eure privaten Daten wie Kreditkartendaten vor Hackern zu schützen. Das ist reiner Unfug. Kreditkartendaten kommen in der Regel abhanden, wenn ein Dienst wie Sony seine Daten unzureichend schützt oder zu viele Daten speichert. Diese gebt ihr dem Anbieter selbst, egal ob mit oder ohne VPN. Auf dem Transportweg sind die Daten über eine SSL-Verbindung geschützt. Hat eine Seite eine unzureichende Verschlüsselung, würde ich persönlich Abstand davon nehmen, meine Daten dort zu hinterlassen. Ein VPN hilft hier definitiv nicht weiter. Punkt 5. Offene WLANs. Surft man in unverschlüsselten Hotspots, kann theoretisch jeder den Datenverkehr mitlesen. Viele Seiten verschlüsseln über SSL ihre Verbindungen, aber nicht alle Dienste auf eurem PC laufen über eine sichere Verbindung. In offenen WLANs und Hotspots kann an dieser Stelle ein VPN weiterhelfen und eure Daten vor neugierigen Blicken schützen. Ja, das Fazit. Ein VPN kann nützlich sein. Dazu sollte man sich aber vorher überlegen, für welchen Zweck man ihn einsetzen möchte und nicht blind den Werbeversprechen der VPN-Anbieter trauen. Auf meinem Kanal findet ihr regelmäßige Tests zu bekannten Anbietern. Viele davon kann ich leider nicht empfehlen.